Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Virtual Reality. Heute mal wieder mit der Oculus Rift DK 2. Und ich befinde mich gerade in der Zurück in die Zukunft Experience. Und schaut euch an, was ich machen kann. So, da ist es. Fluxkompensator an! Und dadurch geht auch direkt die Konsole an. Das ist richtig geil. Wir befinden uns im Jahr 1955. Ich kann ja mal eben eine Runde fahren. Ihr werdet jetzt auch sehr schnell merken, wo ich gerade bin. Also wo genau ich gerade bin, wenn ihr den Film kennt. Oh nee, ich häng fest. Oh nein! Ah? Okay, und da seht ihr es auch schon. Hier ist Marty McFly wieder zurück in die Zukunft gefahren. Da hinten ist die Uhr. Und schaut euch mal an, was ich noch machen kann. Und zwar, vielleicht die Tür öffnen und wieder schließen. Was ich leider nicht machen kann, ist mich gerade irgendwie zur Seite beugen oder so. Ihr seht ja schon, da kommt einfach nur so ein komischer Verschiebungseffekt, wenn ich das probiere. Also, das ist darauf wohl nicht optimiert, auf die DK2. Aber egal, das kann ja alles noch erscheinen. Ist auf jeden Fall trotzdem ziemlich cool, hier mal drin zu sein. So, und was ich noch machen kann, ist das hier. Ich kann einfach fliegen. Wie einfach die Musik läuft. Ich bin ein Astronaut. Die Steuerung ist echt schrecklich. Das muss man echt sagen. Da bist du. Ich will dich sehen, Uhr. Oh, so geil hier mal selber drin zu sein. Ach man, ich kann ja noch nicht mal aufstehen. Seht ihr das hier? Ich probiere mal aufzustehen. Dann geht direkt das ganze Auto mit. Ja, ah, Mist. Also, DK1 war ja ohne diese ganzen Features. Und ich denke mal, das wurde eben dafür kreiert und dann nicht mehr geupdatet. Das wäre echt cool, wenn das doch gehen würde. Könnte man sich hier richtig umgucken. Aber alleine in dem Wagen zu sitzen, das lohnt sich schon. Und es zeigt mal wieder, was man alles machen könnte mit der Oculus Rift in Bezug auf Filme. Auch auf alte Filme. Einfach mal die Map nachbauen und sich etwas umschauen. Hey, yeah! Die neue Zurück in die Zukunft Achterbahn. Oh ne. Ah! Und da wären wir auch schon im nächsten Spiel. Und zwar Fastnet. Fastnet Flight. Einem Star Fox-ähnlichen Spiel und ich werde die Zeit jetzt einfach mal nutzen, in der ich hier rumfliege, um euch ein bisschen aufzuklären. Und zwar wurde jetzt schon vor geraumer Zeit gesagt, wann denn die erste fertige Oculus Rift auf den Markt kommt. Und zwar wird das im ersten Quartal 2016 passieren. Also gar nicht mehr so lange. Und was ich aber ziemlich unrealistisch finde, ist, dass Valve ihre VR-Brille noch dieses Jahr, Ende dieses Jahres, releasen will. Und das bezweifle ich irgendwie sehr stark. Aber wer weiß. Wäre auf jeden Fall cool. Das wäre richtig cool. Ich kaufe mir auf jeden Fall beide. Und dann kann ich euch auch einfach sagen, welche sich besser anfühlt und welche sich eher lohnt. Nicht, dass ihr dann für beide Sachen Geld ausgeben müsst. Das wäre nicht so toll. Komm schon! Ja! Alter, wie schnell bin ich? Ich bin auf jeden Fall richtig schnell. Ja, geil, okay, fliege ich dann vorbei, ist mir egal. Hab ich eh nicht nötig. Boah, kurz mal drehen, dass ich hier kotzen muss. Oh ja! Time's up, was, jetzt schon? Okay. Dann nochmal. Das ist allgemein so eine richtig krasse Sache. Ich weiß gar nicht, wann es das letztes Mal gab. Ich glaube, das gab es eigentlich noch nie. Also bei Kinect auf gar keinen Fall. Jede Firma kauft sich da irgendwie ein oder macht irgendwas damit. Xbox oder Microsoft hat jetzt auch gesagt, dass die mit Oculus Rift zusammenarbeiten. Und das war so ziemlich die einzige große Firma, die sich nicht mit Virtual Reality auseinandergesetzt hat, sondern höchstens mit Augmented Reality, diesem HoloLens.
dieses Virtual Reality sozusagen nur im Real Life. Was aber wiederum auch komplett anders ist, denn was viele gar nicht verstanden haben, ist, dass bei der HoloLens, da kann ich jetzt auch mal irgendwas einblenden, nur ein ganz, ganz kleines Sichtfeld angezeigt wird. Also ihr seid nicht komplett drin, sondern habt nur ein ganz, ganz kleines Fenster, was verändert ist. Ich meine, das ist bestimmt trotzdem cool, aber weit davon entfernt, richtig nützlich zu sein, schätze ich. Aber es ist ja auch die erste Version. Wenn das weiterentwickelt wird, wenn das viele Leute kaufen, dann gibt es da auch noch viel mehr. Und in 10 Jahren rennen wir dann alle damit rum. Das wäre cool. Okay. Habe ich schon mehr als gerade? Nee. Ja, geil. Nice. Okay, gleich ist die Zeit eh wieder vorbei. Na komm, ich gehe mal hier rein. Schneller? Ja, okay. Okay, jetzt habe ich aber, glaube ich, echt mehr als beim letzten Mal. Nein! Hä, wie schnell muss ich denn sein? Na egal, nächstes Spiel. Kommen wir nun zum dritten und vermutlich auch letztem Spiel für heute. Levitech. Space or Jeopard, start to begin. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man hier fährt. Ah, okay, genau wie bei dem anderen. Und das hier ist höchstwahrscheinlich nochmal viel, viel schneller als das letzte Spiel. Ich weiß auch nicht. Also, sowas hatte ich ja mal mit Tuttle oder so gespielt. Ich weiß es nicht. Ich habe sowas auf jeden Fall schon mal vorgestellt. Und es macht schon Spaß, aber ich denke, davon muss man eher kotzen als von jedem anderen Spiel. Obwohl es jetzt gerade echt geht. Also, ich kann es noch nicht wirklich sagen. Geil. So eine Scheiße, ey. Ah, ja. Fühlt sich aber gerade doch ein bisschen langsam an. Ist irgendwie was Schnelleres erwartet. Ach, alles kein Problem. Einfach da durch. Und dann schaffen wir das. Ist sonst irgendwas machen? Ich drücke gerade alle Knöpfe, aber scheinbar nicht. Mario Kart oder so, das wäre auch geil. Aber ob Nintendo sich damit irgendwann mal auseinandersetzt, ist die andere Frage. Kann ich mich... Ne, geht auch nicht. Rauslehnen. Heute ist einfach der Tag, an dem ich mich nicht rauslehnen darf. Warum auch immer. Warum geht das denn nie? Was soll das? Boah, ist aber echt lahm. Ich weiß nicht, ob es mir gerade nur so vorkommt. Ja, doch, irgendwie schon. Da gibt es auf jeden Fall schnellere Spiele. Oh Mann. Aber vielleicht wird das noch. Bei anderen Levels. Oh Gott. Ja, doch. Auf jeden Fall. Durch diese Kurven wird einem schon schlecht. Ja! Yeah! Dreh mich hier mal ein bisschen. Boah. Ja, aber das ist immer noch kein Vergleich zu der ersten Rift. Die habe ich aufgesetzt und der Geruch alleine hat mich schon kotzen lassen. Es gibt auch so einen ganz typischen Oculus Rift Geruch. Für das wissen nur die, die damit schon ein bisschen gespielt haben. Boah, besonders bei The Dropper, was ich mit denen aufgenommen habe, da habe ich das extrem gemerkt. Der Gestank der Rift. Oh! Oh nee! Okay, das war schon etwas anspruchsvoller, würde ich mal meinen. Was wird das? Hä? Was war das? Hey! Ja! Da müsst ihr schon kotzen, Leute. Bleibt alle stehen. Warum das denn? Was soll das? Hä? Ah, achso, gehört zum Level. Kann auch gut sein, dass ich jetzt gerade schon eine Umdrehung geschafft habe. Eine Umrundung. Und ich gerade nur nochmal fahre. Alter, es ist mir wurscht.
Oh Mann, oh Gott. Ja doch, langsam fängt es an. Langsam wird mir schlecht. Ja, aber echt nicht so schlimm wie Achterbahn fahren. Also Oculus Rift Achterbahn fahren. Durch. Ja. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich denn mal vorstellen könnte, dann erkundigt euch erstmal, was auch mit der Rift möglich ist, und dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe dazu jetzt auch schon einige Videos gemacht. Guckt aber auch bitte vorher, ob ich nicht schon ein Video zu eurem Spiel gemacht habe. Ganz oben ist eine Playlist und da werdet ihr dann alle Videos finden. Oh Gott, nee. Ah, nee. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall meine zweite Runde. Wow. Nice. Und ist sogar bei Steam erhältlich. Ja, ich denke, sowas macht dann auch eher mit Freunden Spaß. Aber ohne Power-Ups oder so stelle ich mir das trotzdem ein bisschen öde vor. Wow. Ah, lässt sich aber gut steuern. Ist echt angenehm. Das muss man im Spiel lassen. Ah ja, okay. Das war einfach nur ein Zeichen dafür, dass ich einmal rumgefahren bin. Ich würde auch sagen, das war's mit der kleinen Runde Oculus Rift Virtual Reality. Ich hoffe, ihr rennt einfach nicht zum Laden, wenn das rauskommt. Ich werde dann so schnell es geht ein Video dazu machen und dann könnt ihr ja immer noch zum Laden rennen und euch eine holen. Nicht, dass sie nachher Geld ausgibt und sich das irgendwie nicht lohnt, weil irgendwas nicht stimmt oder so. Aber ich denke schon, dass man da etwas Geld rein investieren kann. Ihr solltet nur wirklich beachten, dass euer PC nicht allzu schlecht sein sollte dafür. Sonst könnte das echte Probleme bringen. Der wichtigste Faktor dabei ist ja, dass ihr ganz viele Bilder pro Sekunde braucht. Und wenn ihr die nicht habt, dann ist das Erlebnis einfach viel schlechter und ihr müsst auch schneller kotzen davon. Also deswegen, das will glaube ich keiner. Das möchte keiner. Na gut, dann bewerte den Part. Und guckt das 12 Uhr Video und das 18.30 Uhr Video. Wir sehen uns dann da. Tschüss, bis dann.